Hier oben ist das Gras auch extrem hoch. Hier hat schon lange keiner mehr gesessen. Aber hier vorne scheinen sich dennoch Fische aufzuhalten. In regelmäßigen Abständen aufgrund dieser blank polierten Stellen. Genau das ist es, was man suchen sollte, wenn man die freie Wahl hat. Manchmal geht es nicht, natürlich, klar, da muss man irgendeine Stelle nehmen, die am See noch frei ist. Aber wenn man die Option hat, dann sollte man sich solche Stellen suchen und keine Zeit verlieren. Wir werden jetzt schnell zurückgehen zum Auto, die Routen klar machen und noch gar kein Zelt, nichts aufbauen, sondern erstmal schnell hier zwei Routen reinschnicken und gucken, ob wir in kürzester Zeit den ersten Fisch fangen können. Okay, ich habe jetzt schnell die Routen aufgebaut und prüfe noch die alten vorhandenen Rigs. Einfach nur hier über den Zeigefinger und wie man sieht, bin ich nicht 100% zufrieden. Das heißt, nochmal schnell zwei neue Rigs binden. Aber ist kein Ding, dann bin ich flink drin. Moment, muss ich mal ein bisschen beiseite stellen. Und dann habe ich hier alles in so einer kleinen Tasche. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dir das sagen soll, Niklas. Ich glaube, wir können keine Rigs binden. Alter, habe ich beim Einpacken zu Hause die falsche Tasche mitgenommen. Ist jetzt nicht dein Ernst, was ist das für eine Tasche? Naja, musste schnell gehen und du hast wieder Druck gemacht und dies, das. Ich habe die einfach von meiner Freundin geschnappt. Wie, deine Freundin hat auch die Tasche? Meine Freundin hat auch die Tasche, weil natürlich wasserfest ist und hier alles reinpasst, aber... Schminke. Alter. Was jetzt mit Wix bin? Lass mich bitte noch mal ganz kurz meinen Wagen durchsuchen, okay? Ist das geil. Oh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, gerade eben. Kannst doch hier bleiben, kann losgehen. Schnell Rigs binden, Alter. Geil. Gut, dann haben wir jetzt schnell zwei neue Rigs gebunden. Ich ziehe jetzt noch schnell zwei Köder rauf. Wahrscheinlich wird sich der eine oder andere jetzt denken, warum legt er da vorne nicht einen krass auffälligen, knallrosanen Pop-Up hin? Ich bin der Meinung, an so hart beangelten Gewässern kennen die Fische diese knallharten Pop-Ups oder diese knallbunten Pop-Ups schon. Plus, der Untergrund ist da so hell, was ich durch die Pullbrille gesehen habe, es würde gar keinen Riesenunterschied machen. Deswegen versuche ich jetzt zwei Hookbaits bzw. Worfter dahin zu legen. Einer, der ein bisschen, ja, sag mal, ist schon auffällig, aber noch relativ dunkel. Und der andere ist dem Boden sehr ähnlich von der Färbung, wird sich aber unter Wasser ein bisschen verändern. Und dann kommt noch eine Handvoll Boilies jeweils hinterher. Und wir schauen, ob wir dann den ersten Fisch des Tages fangen können und damit das Wochenende gelungen eingeläutet wird. Zack. Die Ruten sind jetzt beködert, warten auf ihren Einsatz. Ich werde, wie bereits vorhin schon angesprochen, die hier vorne direkt an der Uferkante präsentieren, auf den hellen, freigefressenen Stellen. Ich habe jetzt nur zwei Banksticks bei, die werde ich schnell in Position bringen. Auch so ein bisschen weiter die Ruten nach hinten stellen, damit, falls Fische in der Uferregion langziehen, sie halt keinen Verdacht schöpfen, ja, dass hier geangelt wird. Und genau, ich würde sagen, Banksticks rein, Ruten ins Wasser und schauen wir mal, ob der erste Fisch dabei ist.